It's your boy, Far Cry Boy, willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry. Ich, oh, kann ich hier noch verkaufen? Ja, moin. Habe ich hier noch Schotter? Ne, habe ich nicht. Aber ich habe ultra viel Kirsch. Wir kaufen jetzt mal noch eine krasse Wumme, oder? Habe ich die schon ausgerüstet? Ja, die ist ausgerüstet, aber wir haben schon richtig, oder ihr habt schon richtig festgestellt, ich kann mit dem Ding gar nicht aimen, weil das Fadenkreuz in meinem Iron Sight drin ist. Also ich muss da mal was oben drauf packen. Eigentlich spiele ich echt gerne bei Kim und Korn, aber das war unmöglich damit. Ja, es ist halt die Frage, wir haben so viel Schotter. Es gibt auch noch die ganzen Herausforderungen, ich glaube mit Shift F2, ja. Aber da Achievements. Ne, das sind die hier. Club Challenges. Hier, kill as many animals as you can with fire, but without using Molotovs or flamethrowers. Light them up and be creative. Also da neue Leute Viecher abfackeln, aber eben nicht mit Flammenwerfer oder Mollys, sondern mit einem anderen. Das ist so ein Community-Erfolg, sind aber schon 1 Million voll. Participate. Nehme ich hier automatisch teil? Das war letztens noch meine Frage. Ob ich hier automatisch teilnehme? An dem hier ja eigentlich schon. Das heißt, ich müsste hier auch beteiligt werden, weil ich habe ja nichts gemacht, aber trotzdem. Und ja, Flamethrower, Flamebearer. Das ist im Moment diese Challenge. Es gibt keine andere, oder was? Classic? Get to the end. Okay, das ist einfach der Kram hier. Da bekommt man dann auch diese U-Points. Ach so. Und damit kann man sich dann wiederum hier so Rewards holen. Also zum Beispiel eben für Far Cry so ein Bobblehead. So ein Rabbit Bobblehead. Okay. Ja. Bären lassen sich gut essen. Bären lassen sich gut essen. Komm, rauf. Ja, ich bin jetzt richtig gehypt wieder. Ich habe jetzt wieder 200... Ja. Ich wette, du weißt nicht mal, was das Wort aufgeben bedeutet. Ohne Jacob und John bleibt nur noch Faith übrig. Du weißt, was zu tun ist. Dutch out. I fuck right now, dude. Hey, die Faith ist jetzt halt genutzt, ne? Ziemlich hart genutzt sogar. Also eher so hintenrum genutzt. Wo ist das Missionsziel? Ah, da unten schon. Das ist ja ultra close, Alter. Helikopter. We need the heli. So, bum bum, unseren Ultra-Heli. Gibt's eigentlich noch einen besseren als den? Der ist schon echt fucking sick, oder? Mit Raketen und... Was ist das untere? Was ist das dritte da auf dieser Leiste? Direkt da. Ultra-Hardcore-Raketen oder Flares? Das sind wahrscheinlich Flares, ne? Wenn mich eine Lenkrakete verfolgt oder so. Denke ich. Naja. Ja. Ich bin hier auf jeden Fall sehr, sehr gewillt, die Sache so schnell wie möglich abzuschließen. Weil ich dann natürlich auch erstmal, jetzt habe ich ja letztes Mal schon erklärt, den Drive rausnehmen und wir vor allem eben, ich glaube, ganz gut mitgehalten haben. Gibt es schon längst Videos, wie der Endboss und alles besiegt wird. Aber so alles in allem konnten wir, glaube ich, mittelprächtig mithalten, was die Geschwindigkeit angeht. Und da bin ich natürlich sehr stolz, aber ist klar. Erreiche das Stone Ridge Chalet. Und jetzt müssen wir einfach alle zerdödeln, oder was? Morgen, Herr Nachbar. So. Er liegt einfach noch da rum. Bye, bye. So, wo ist der Scharfschütze? Da hinten. Boom, Bitch, get out the way. Bitch, get out the way. Da unten ist eine Leiche rumgeflogen. Nee, das ist jemand, der da steht. So. Wo sind da Helis, bitteschön? Ich sehe keine. Ich höre keine. Ich sehe zwar sehr, sehr viele Feinde. Genau, wo... Da unten steht noch einer. Da rennt noch einer. Ah, ne, der rennt, ne? Ich dachte, der wäre weggeflogen. Bye, bye! Muss einfach mal voll reinhalten. Da läuft noch einer. Tschüss! Hey! Boah! Voll gefressen. Da ist auch noch einer. Der hat auch gefressen. Da kommt noch einer hinterher gerannt. Weg ist er, da ist auch noch einer. Na, komm. Da oben. Der läuft auf dem Dach rum. Der verrückt. Wir haben die Auserwählten schon getötet. Bye bye. Sieht so aus, als hättest du alle. Nee. Leg die Bomben und lass das Feuerwerk beginnen. Da ist noch einer, Alter. Das ist die Dinger etwas aufgepeppt. Also genieß die Show. Okay. Ich werde die Show genießen, Mademoiselle. Ein paar Prepper haben mich schon zu sich eingeladen. Warte mal. Das ist nicht mein Ding. So. Für mich schmecken Konserven immer nach Soße. Immer nach Soße? Was labert der hier? Warum habe ich überhaupt einen Funk mit irgendwelchen Leuten? Was siehst du los?
Achso, halt erstmal auch chillen hier, ne? Ich glaube, hier ist wahrscheinlich voll viel Zeug. Ganz viele Dossiers, sehr schön. Leichen, sehr gut. Hm. Aber hier ist doch bestimmt auch ein Safe, oder nicht etwa? Ah. Wir brauchen nämlich Kirsch. Das Coole ist, dass die Sachen ja auch für Arcade zählen. Das heißt, ich denke, bei Arcade kann man nochmal richtig reinhauen. Vor allem jetzt, wo das Spiel eben länger draußen ist. Wir haben das letzte Mal ja sehr früh gemacht. Da waren noch nicht arg viele, also es waren schon viele Maps da, aber ja. Wisst ihr, was ich meine? Und mittlerweile gibt es so viele Maps. Und so viele coole Aktionen und hin und her Missionen. Und viele unserer Skills und auch eben der Waffen zählen für Arcade. Das ist pretty nice. Sag, komm. Ö. Mit dem Mittelfinger. Mit dem Mittelfinger, ö. Wir haben vergessen, wer wir sind. Aber das ist jetzt vorbei. Wir werden wieder Mörder. Komm, wo sind die Helikopter, die mir versprochen wurden, die feindlichen? Ich dachte, es gibt jetzt hier volles Gemetzel. So, ich muss jetzt hier runter. Wo ist denn der Weg nach unten? Ah, da ist scheinbar der Helikopter. Ah, da oben fliegt er. Ja, wo geht's hier runter? Da hinten? Train, Hunt, Kill, Sacrifice. Okay. Ah, ja. Ja, ja, die Welt ist echt weich geworden. Da war nur einer drin, ne? Vorhin. Oder halt zwei Auserwählte und noch ein so ein Schluri. Der Fight wäre echt ultra langsam und ultra chillig gewesen. Aber aus dem Heli heraus war das auch voll klar. Alter. Are you rolling me around, bitch? Ja, super. Oh! Fuck, dude! My girl! What are you doing? Was? Das war für Mark? Komm doch her, du kleiner Vogel. Out of Nimble Widison. Niemand kehrt unverändert von Jacobs Stuhl zurück. Eli kannte das Risiko. Er dachte, es würde sich lohnen und das hat ihm das Leben gekostet. Aber letztendlich hatte er recht. Und nur das zählt. Wie auch immer. Es gibt noch eine Menge an der Wolf Stand zu tun. Komm mal vorbei. Okay. Für alles, was du getan hast. Sicherlich nicht für alles, der eine ist ja tot. Also der Mate von uns. Ist es? Ah ja. Soldaten hin, um das Zählen zu üben. Ja, ja. Ich hab's gemerkt. So. Das war ja ziemlich easy, oder? Das war sehr, sehr easy. Sammle. Ah, haben wir jetzt das Schwarzbären-Ding gefunden? Zählt es noch zur Story-Mission? Ah! Na also, jetzt haben wir es ja. Scheinbar haben wir da unten die Schwarzbären-Geschichte am Start. Also eine Jagdgrund, oder wie man das nennen mag. Direkt hier, close. Ich fliege jetzt total knapp durch die Sache durch, weil ich cool bin. Oh, miau. Miau. Ach, das ist er. Jetzt hoffe ich das erst. Das ist ja unser Helferlein, der da die ganze Zeit labert. Jetzt sollten wir vielleicht doch die Ding mitnehmen, ne? Jetzt nehmen wir... Wir nehmen jetzt die Sneaky-Biggy-Frau mit. Was trinken? Whammen, ja. So. Und somit... Mache ich. Okay, bin unterwegs. Hoppa, nicht im Raketenwerfer auf die Bärenjagd gehen. Ist ja eine schlechte Idee. Ich glaube, die markiert uns die, ne? Hast du schon irgendwelche Bären gefunden? Kleines Whammen. Ich habe ein Pflänzchen gefunden. Ah, ich bin voll. Haben wir da schon alles verbraucht? Ne, haben wir nicht. Ich nehme jetzt hier dieses. Muss meine Abschussquote pushen. Das hier nehme ich jetzt. Ich finde Hirsche nicht so spannend. Sie sind einfach nicht fest genug. Ja, da ist er. Los jetzt! Das war schon direkt der Richtige, oder? Nee. Fuck. Don't run away. Wait, you runny! Ah! Boah, ich glaube, da kann sie nicht mithalten, ne? Das ist keine Whammelchen. Komm schon, bitte, Frau. Ja! Sag bloß, das war's schon. Hä? Haben wir eben... Und jetzt brauchen wir noch Brocco. Die haben wir doch letztes Mal schon gesammelt, die Dinger. Diese Pronghorn heute. Aber wisst ihr was, die habe ich...
Ach, da bist du verrückt? Die habe ich letztes Mal. Die habe ich letztes Mal dann schon gedingst. Verpiss dich, du Bitch. Ist sie nackt? Boah, ich wollte gerade sagen, um Gottes Willen, Leute. Lass es nicht entkommen. Sind das da Brockhörner? Ich weiß nicht, was das ist. Das Schwalben, oder? Nicht schlecht. Ich glaube, die habe ich einfach verkauft, die Dinger. Das war vielleicht ein bisschen bescheuert. Sag Bescheid, wenn du was findest. Oh shit, Mann. Komm mit. Komm, Fräulein. Ich habe hier ein bisschen dumm Zeug gemacht. Ich könnte schwören, dass letztes Mal keine Schwarzbären-Dinger angezeigt waren. Ich habe überall auf der Map geguckt und habe mich noch aufgeregt. Ah shit, jetzt haben wir das eine schon gesammelt, aber finden nichts anderes. War das nicht sogar, ist nicht sogar hier eine Brockhorn-Dinge? Eine Brockenhorn-Jagd-Sache? Ich weiß es nicht. Du musst springen, du musst immer viel springen bei sowas. Das Seil muss belastet werden. Das sind Tests, die man hier unternimmt. Seiltests. Ja, ist es meiner? Ah. Du hast mir den geklaut, du blöde Kuh. So, Pogo-Hörner, wo seid ihr? Hier muss man sich sein eigenes Essen machen. Boom. Pogo-Hörner? No, this is just a rabbit. Oh mein Gott. Lecker Rabbit. Da vorne ist ein Mensch. Hab ich im Visier. Ich habe Vorteilspunkte erhalten. Sag bloß, dass ich bin gut. Da ist bestimmt eins. Das da ist es. Hoffentlich. Rücke vor! Deck mich! You go, B. Renn, 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 renn. Shit, ist das schnell. Oh Gott, das sind Feinde. Oh, das ist ein Bär. Das eine ist auf jeden Fall ein Bär. Das andere sieht aus wie ein normaler Feind. Oh, es ist schon verlangsamt gewesen. Habt ihr das gesehen? Das arme Tier. Komm schon. Hier schaut, das war einfach nur ein Hirsch. Ich nehme den Heli und fliege jetzt darüber. Ist das da noch eins? Ne, das ist nur ein Hase. Ne, das ist ein Puma. Das ist ein Puma. Okay. Ah, ich fahre jetzt lieber. Ich laufe lieber zum Heli. Ist es überhaupt die richtige Richtung? Warte mal, der Heli stand. Da ja doch. Da oben. Da ist er ja. Was geht ab? Was ist denn hier los? Ist denn Nick immer noch dabei und klatscht hier überall dagegen, oder was? Habe ich es markiert? Ja, ich habe es markiert. Dann gehen wir mal dahin. So, let's go. Wir fahren nicht auf der Straße, blöde Kuh. Oh shit, girl. Tja, weißt du was? Ich werde nur noch ein bisschen weiter steigen. Und zwar genau so, dass es spannend bleibt, Alter. Siehst du? Nein! Oh fuck, girl! Quietschende Reifen in der Luft. Das macht Laune, sagt sie. Ja, ist schön. Oh, deine Pfeile gehen ganz schön ab. Und dein. Da ist da was zwischen der Bär, Fräulein. Das war knapp. Solche Geräusche macht Herc, glaube ich, immer. Gleich sind wir der. Ich hoffe, das sind die krassen Teddybees. Beziehungsweise eben nicht Teddybär, sondern die Pogo-Hörner. Oder was sagen wir? Bronkhornhäute. Hallo, seid ihr hier auch bronkbehaftet? Au, 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 au. Seabree, da oben sind Leichen. Was ist jetzt gerade hier mitten im Nirgendwo in die Luft geflogen? What the fuck was denn? Mollys haben wir, Pfeile haben wir. Okay. Oh fuck. Soll ich das machen? Das sind zwei Wölfe. Ich hab mich stacken in dem Stein. Die stacken echt in dem Stein. Haha. Haha. Ha. Willst du was von mir? Wolf! Soll ich dich mal tot noten? Nee, es ist schon in Ordnung. Da oben. Da oben hockt jemand, da hinten ist irgendwas. Ich sehe hier jetzt nicht die. Verscheuch es nicht. Da oben. Ich weiß nicht, was das hier für ein Jagdgrund ist, aber das ist eine Taube oder so.
Wir gehen mal kurz da hoch. Ach, wisst ihr was? Das sind einfach Leute, die runtergefallen sind. Oder doch nicht? Private Property. Was ist los? Oh, Dödel. Das war knapp. Da! Da sind sie. Ja, das ist das gleiche wie... das gleiche wie letztes Mal. Ja! Pogo-Hörner! Gut gemacht, ja! Fuck. Aber Jennifer. So. Ich mach dich jetzt kaputt, wenn du mich noch einmal anguckst, du blöder Wolf. Ha? In Reichweite. So, Ruhe. Der sogenannte Steinwolf ist ein sehr begabter Wolf, ein sehr begabter Jäger, aber auch ein Gejagter. In der Natur. Komm mit. Wir fliegen jetzt, Trolli. Mhm. Gib Gas. Ja, gib Gas. Ich will kurz gucken, was da oben ist. Weil da jetzt halt Private Property stand. Was ist da oben versteckt? Ich meine, ich mache mir es jetzt ja nicht einfach oder so, aber ich will hoch. Fliegen ist auch viel schwieriger als klettern, also jedes Kind. Fledermäuse sind blind. Aha. All die Jahre habe ich es gerochen. Es ist schön hier. Guck mal, da sind Wanderer am Start. Ich höre die Leute immer über Munitionsknappheit jammern und denke mir so, legt euch doch einen Bogen zu und schnitzt euch eure Felle selbst. Oh, sie ist so richtig öko. Ich glaube, sie macht doch eigene Zahnpasta. Ich meine, was ja auf jeden Fall gut ist. Hey, versteht mich da auf keinen Fall falsch. Ich bin heute ohne Flachs wieder rumgelaufen, dachte mir, Schissel, ich muss echt demnächst so eine Aktion machen, rumlaufen und einfach den ganzen Dreck aufsammeln, der in der Natur rumliegt. Wir waren letztens schon unterwegs und da waren so Jugendliche an so einer Bank und haben Feuer gemacht, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Also da sind ja dann viele dann doch voll irgendwie, oh, also man soll halt aufpassen. Klar, es gibt halt auch Vollidioten, die dann irgendwie alles abfackeln, aber Feuer, alles cool. Man fragt sich, ob die Dinge je wieder so werden. Aber das Behindertste ist halt einfach, wenn der ganze Scheiß rumliegt, ne? Wir sind dann vorhin da vorbeigelaufen bei dieser Bank und es waren drei Eisteeflaschen und dann auch noch Eistee-Zitronen oder sowas, was eigentlich kein Mensch trinkt. Hallo? Eistee Pfirsich all the way, what the fuck, dude? Oh no. Ich stecke hier ganz schön ein. Sie wurde eben vom Roter komplett kaputt gefistet. Ich stecke hier. Da ist der Schlange, pass auf, wacht. Pass auf, wacht. Da ist der Schlange. Da ist der Schlange. Schlange! Schlage musste. Jeder weiß, was du getan hast und wir können dir gar nicht genug danken. Danke, ich habe einen neuen Heli, passt schon. Aber wir müssen den anderen gleich wieder aufheben. Hört auf, euch zu küssen, auch was zwei Liebende. Oh. Diese Liebesgeschichten in dem Spiel sind einfach krass. Was ist das da vorne? Sind das Feinde? Da oben ist gerade jemand gestorben. Hallo, Schweinchen. Habt ihr gerade eine Jägerin umgebracht, seid ihr dumm? There's a white swan acting, dude, there's a white swan. Ihr habt doch Waffen in der Hand. Seid ihr bescheuert? Bye, bye. So geht man jagen. Ey, die sterben alle, ne? Wir haben oh, es hat Blut geschissen. Wir haben gehört, was du getan hast. Wir können dir nicht mehr als genug danken. Du bist so ein toller Mann. Du hast schon mal Wildschweine mit einer Granate gesprengt und es hat fast nicht wehgetan. Das war so cool. Ja, ich weiß, danke schön. Das sind Sachen, die ich auch meinen Kindern erzähle. Wenn ich da alles gesprengt habe. Oh, ich hatte kurz der Heli brennt. Sehr schön. Alles cool. Wir gehen dann noch kurz auf die Hütte rauf. Aber wir können uns hier einen neuen Heli rufen. Dann machen wir den alten kaputt, ist doch klar. Oder wir fahren hier runter und machen einen Ultra Wingsuit Flight. Oder hätte ich schon echt Bock drauf. Aber es ist halt nicht so weit wie mit Heli. Heli können wir komplett hin, aber nee, wisst ihr was wir machen? Wo ist denn das Ziel? Da unten. Kann ich mich da hinporten? Ja, wir machen einen Wingsuit-Flug, so weit wie wir kommen. Da hab ich schon verbuckt drauf, Alter. Wie ist das jetzt so? Aber ich denke nicht, dass wir es vom Quad aus schaffen, wisst ihr? Weil ich glaube, wir brauchen zu lang, um auszusteigen. Und dann klatschen wir hier eher hin, oder? Ach komm, wir testen es einfach. Da oben ist die kaputte Statue. Steig auf. Aber denkt dran, wir springen gleich ab. Okay? Gib Gas. Steht die da drauf? Ah, ne. Wie sie ihre Hand hält. Gib Gas. Ich hab grad Tinnitus in der Hand. Wo kann man besser unterspringen? Das dauert vielleicht länger, aber ich laufe lieber. So hört man mich nicht kommen. Bist du dumm? Hast du gerade gesagt, dass ich gut fahren kann, oder was? Du bitte Prinz. Ah, fuck. Ah. Oh, fuck. Let's go. Bäh.
Okay, komm, wir wollen jetzt ja Action machen. Oh, 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 warte, wo ist vorne? Wo ist vorne? Oh, shit! Zu meiner Verteidigung, das lenkt halt so verzögert, ne? Also ich, deswegen bin ich gerade so gedrallt. Na, das ist nicht 1:1, schade. Aber es war auch bescheuert. Nice. Sehr, sehr schön, wir haben immer einen Heidenspaß. Ja, Leute, ist doch nur Spaß. Wir haben nochmal einen Versuch. Okay, bitch, bitch. Sie ist da, sehr gut. Komm, wir machen es nochmal, aber jetzt wird das was. Aber du darfst nicht mitgehen, weil du so komisch bist, Frau. Okay. Also mit der Maus mache ich am besten schon mal gar nichts, weil die bewegt eh nichts. Ne? Wenn ich dann so gucke, fliege ich ja trotzdem. Wo ist vorne? Ist hier direkt vorne? Okay. Wir machen es jetzt wie in diesen Videos. Wir fliegen hier erstmal voll knapp durch. Auf halt. Oh. Okay, und jetzt? Oh, Leute. Oh, das. Ich bin so ein Hustler. Oh, fuck! Ach, das war. Hab ich Scheiße in der Hose? What the fuck? Sah ganz so dunkel aus. Das war nicht optimal. Ich weiß, wir beamen uns jetzt hin. Sorry. Boah, ist das fotorealistisch, ne? Ach, geil. Schaden durch Stütze vermeiden. Fall nicht so oft hin, um Schaden zu vermeiden. Gut. Ich pochte mich dann mal. Was ist der hier unten gewesen? Krass. Jo. So, die bescheuerten Felder. Spezialisten, unter denen helfen. Du kamst, um Antworten zu finden. Möge der Pfad die Wahrheit enthüllen. Faith, ich glaube, du bist bald gedownt, Snitch. Bald ist sie tot. Und zwar hart, schalalala. Dr. Charles Lindsay Labour. Wir sind in sein Labor. Hier geht's nicht raus, gell? Scheißdreck da. Die blöde Tür nicht. Ah. Aber ihr habt hier eine Tür. Das ist natürlich sehr schwach. Ist nicht so gut. Ist nicht so gut. Nee. Danke für deine Hilfe bei der Gefängnis. Dr. Charles. Dr. Charleston. War es schwierig, das Zeug zu finden? Ja. Ich hätte bestimmt Monate gebraucht. Diese Angels von Faith könnten ebenso gut Zombies sein. Wenn man einmal so viel Bliss-Intos hat, gibt's kein Zurück mehr. Aber mit diesem Zeug hier können wir sie einfach zusammentreiben und wegsperren. Meinst du, dass du, sobald es fertig ist, einen Feldversuch starten könntest? Ich bin sicher, dass es funktioniert. Das ist hier. Also 95% sicher, aber wir sollten es trotzdem testen. Ajo. Was kann man denn hier bei dir lesen? Zeitlupe. Was ist, wenn ich jetzt hier reinschieße? Der Test mit den Proben von Überfallen hat meine schlimmsten Befürchtungen. Ah, das haben wir schon gelesen, ne? Okay. Deputy? Oh, tut mir leid. Ich brauche alle Zutaten, bevor ich eine neue Charge herstellen kann. Okay. Ich werde weiter an der Rezeptur arbeiten, bis du alles beisammen hast. Verarschst du mich? Deputy, wir sind bereit für einen Test. Machen wir hin und wieder Fehler. Oh. Sogar ich selbst. Und, kannst du mal schlafen? Ich auch nicht. Da ist ja Stinke dran an dem Teil. Leute, ich. Oh, wie sie alle voll alarmiert sind. Wir hätten eine Übereinkunft. Ich merke, dass wir einander vertrauen. Bist du dir sicher? Ich glaube, die Faith ist jetzt so ein bisschen böse. Aber nur minimalst. Aber das Vertrauen. Aber das Vertrauen wurde gebrochen. Halt, das ist unser beschädigtes Fleisch, das darf ich jetzt nicht verkaufen, ne? Du darfst nicht alles verscheuern. Nein. Ja, so. Es braucht wieder und wieder. Ziehen wir es durch. Ab jetzt wird es keine Einmischung mehr geben. Keine Ablenkung, keine Gnade. Ach, Faith. Du bist bescheuert, weißt du das? Du bist wirklich bescheuert, Faith. Du Mensch, auch gerade du wärst, ne? Das ist mir schon. Halt, stopp. Das ist der Wille des Vaters. Warte. Töte die Kultisten. Oh. Warum war das gerade eben rot? Ich meine, klar, ich habe jetzt das Fleisch nicht benutzt, aber. Ich will einfach mal die Kultisten. Rennt das dann auch? Nee, macht kein Feuerchen, schade.
Da ist noch irgendwo einer. Ah, da oben läuft er. Warte. Bye bye. Da ist noch irgendwo einer. Da ist er. Unterwegs. Platziere den Köder auf dem Tisch. Ah, ich wusste es doch. Dass es nicht so schlimm war, den jetzt erstmal so zu killen. Warte mal. Oh, hier hätten wir endlich mal ein Bienennest benutzen können, um welche zu fisten. Ah, scheiße, scheiße, ich bin gefangen. Getroffen. Oh mein Gott, sie ist direkt gedauert. Sie ist im Haus. Hilf mir mal. Oh. Aber Fete. Ich brauche jetzt eh jemanden, der ziemlich dick am Start ist, der was richtig Fettes in der Box hat. So. Also, platzieren wir das hier mal. Oh yeah, packen wir es. Gut, okay. If you say so. Hey, Alter! Zeigen wir es den Drecksäcken. Deputy, also, ich bin sicher, dass ich der Ködermischung Adrenochrom beigefügt habe. Nur es gibt ein Problem. Ich starre gerade auf eine volle Ampulle. Also habe ich es vielleicht doch nicht reingetan. Keine Ahnung, wie sich das aufs Ergebnis auswirkt. Solange wir den Köder noch nicht ausgelegt haben, können wir unseren Plan überdenken. Gib mir noch einen Moment. What the fuck? Eine Armee von Angels gegen Honey Badger. Nee, nicht gegen, einfach gegen Stinktiere kämpft. Okay. Ich glaube, das müssen wir mal unterbrechen, die armen Stinktiere. These arme Stinktires, dude. Was ist denn da los? Was? Treffe ich den die ganze Zeit, weil er dann so rumzappelt? Ach, keine Ahnung. Da, kill ihn bitte mal. Herc? Oder Verrückter? Hulk, du musst ihn kaputt schießen. Guck so. Oh, schade. Weiter, Hulk. Alter. Hopp, geh mal bitte dran an den jetzt. Das ist der Letzte, kann ich auch hingehen. Das war eben nice. Da kämpfen sie einfach alle gegen Stinktiere. Gegen Skinks. Ich geh jetzt aber nicht ins Feld rein, ne, ne? Du kriegst doch deinen Fall, mein Freund. Der steht dir zu. Oh. Der steht dir zu. Ha! Okay. Sammle so viel du kannst und bring mir die neuen Proben. Ehrlich, gut, dass ich das gemerkt habe, bevor du das Falsche genommen hast. Ich bin zu 75% sicher, dass das funktionieren wird. Na gut. Das habe ich jetzt da eben. Ich kann das. Ich habe sie zuerst gesehen. Oh, unbeschädigte. Oh, ich muss. Ach so. Ja. Oh nee, komm. Jetzt sag nicht, ich habe hier wieder so ein unbestimmtes Ziel. Fuck mal, weil ich die Viecher. Mit einem Bomben-Ding in die Luft gejagt hab. Grizzly Bear. So, dann geh ich jetzt einfach dahin. Ich hoffe, dass die voll sind. Ah! Sehr schön. Achso, halt, nee, das sind ja einfach, die kommen einfach nur aus dem Nichts, ne? Die Faith hat uns gleich wieder eingesackt. Okay, okay. Ich in Fahrt komme. Ich geh voll ab. Tanzen ist gleich entkommen. Scheiße, Mann. Hier durch. Haha. So, habt ihr vielleicht was dabei? Nee, ne? Ach komm! Shit, Mann. Jetzt hab ich. Das war dumm, dass ich die gesprengt habe. Das hätte ich irgendwie ahnen sollen, dass die. Dass die wahrscheinlich noch irgendwie gehäutet werden müssen oder sowas. Herc, komm, ja. Bösewicht da drüben! Ja, ich steig ein. Wir wollen jetzt Grizzly. Sehr gut. Das ist doch jetzt bescheuert. Ey, haben wir irgendwo auch Skunk? Haben wir irgendwo so ein Skunk-Jagdgebiet? Skunky-Gunky? Oh, ich dachte eben, es wäre Pottwal oder so. Pottwal-Jagdgebiet. Schwarzbär. Was wollen wir nochmal? Grizzly. Ja, bei Jagdgebiet habe ich mir eben kaum Gedanken gemacht bis jetzt, ne? Also wir haben auch nur ganz wenig erkannt bzw. gefunden. Kann ich mich, glaube ich, hinporten, ne? Ja, porte ich mich hin. Jetzt haben wir eh so gut wie alles entdeckt. Da passt es.
Vor allem will ich jetzt nicht bei der Mission noch 80.000 Jahre hängen. Wobei das, glaube ich, dann auch gleich hier das Ende von dieser aktuellen Aufnahmesession sein wird. So. Grizzlies. Achso, ja, dann nehme ich wieder die Frau mit. Halt, das war richtig. Ah, okay, doch nicht. Halt. Ich habe so viel Zeug dabei. Du bist da unten. Oh. Ist das ein Grizzly oder nicht? Nee, ne? Das sind zwei. Ich versuche voll verkrampft in die Entfernung zu schauen und zu gucken, wo ich jetzt hier so einen Bären finde. Ich sehe die Markierung nicht gescheit. Wo sind die? Scheinbar gucke ich hier voll auf irgendwelche Viecher und sehe sie nicht. Also das hier ist auf jeden Fall angeblich... Achso, da vorne. Ich war gar nicht richtig hier. Okay. Achso, ja klar. Ich habe mich ja nur in die Nähe geportet. Aber nicht hin. So. Ja. Und nicht mehr viel Zeit. Da ist einer. Sehr schön. Ah, nee. Halt. Du darfst ihn nicht killen. Der verletzt ihn nur. Warte mal. Ich muss ihn entlassen. Der verletzt ihn sonst nur. So, schön den Arsch weggeschossen. Jawohl, zwei sind schon am Start. Oh, da ist ja so ein Killing Spree. Ich brauche noch zwei unbeschädigte. Also später noch zwei unbeschädigte von den anderen Dingen. Wo sind die? Ich muss ins Dunkle gucken. Kann ich hier durch die Wand gucken, oder? Mit dem Wallhack. Da unten. Kann ja nicht einfach nur einer sein, verdammt. Sieht irgendwie schlecht aus. Wo war der Jagdgrund an sich? Da vorne. Dann gucken wir mal in den Bereich hier. Ob wir da nicht noch irgendwo einen finden. Da muss ja noch was sein. Oder wir gehen halt erstmal weg, merken uns den Platz und kommen dann später wieder her. Da müsste wieder einer gespawnt sein eigentlich. Aber das fuchst mich ein bisschen. Wisst ihr was? Die Karten würden halt auch helfen, ne? Wartet mal, wenn wir diese ganzen Karten hätten. Hier haben wir eigentlich schon so gut wie alles, oder? Baseballkarte. Da liegen Baseballkarten rum, okay. So einen Wegpunkt setzen, Orbit, zentrieren. Man kann jetzt aber hier nicht irgendwie ein Ding einstellen. Das ist so eine Art Legende und dann filtern. Ich meine, dann würde ich hier schon mal komplett... Grizzly! Jawohl. Kann ich mich da hinporten? Also zumindest in die Nähe. Da, wir gehen da hin. Das mache ich jetzt noch kurz. Das möchte ich jetzt schon noch kurz erledigen. Dass wir das zumindest haben, diesen Teil der Aufgabe. So. Gruseli. Ah, ich erinnere mich an die Stelle hier. Hier haben wir doch irgendwas mit... Was ist denn da? Eine Ente? Oh ne, die war viel zu fröhlich. Die hätte ich jetzt nicht töten können. Die war einfach fucking freilich. Freilich war die. Ich gehe hier übers Wasser, dass wir nicht so lange schwimmen müssen. So. Grizzly, willkommen. Wer fliegt da oben rum? Unsere Patrouillen? Vulkan. Oder ist das der Ding? It's your boy Skinny P. Aber... Oh. Sehr schön, Jungs. Cool. Voll schön. Ja. Das nehme ich. Let's go. Jetzt können wir bestimmt auch gleich die Frau wieder nehmen. Die uns da deutlich besser hilft. So.
Ja, sage mal, es ist doch nicht wahr. Sonst brauchen eigentlich nie jemanden so direkt. Jetzt brauche ich einmal wirklich sie und krieg sie nicht. Wer schreit hier? Ist das ein Bär? Ah. Dumm, 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 dumm. Jetzt gerade, wo er sich verzieht. Timing, Timing. Bärchen. Ha! Der eine stolpert da rum. Ist da hinten noch einer, oder was? Ne, da ist ein roter Punkt. Vielleicht ist da ein Skunk. Skunks sind nämlich, glaube ich, auch böse. Eingestellt. Das? Kacke? Eine Schlange. Ist er down? Ja, ne? Okay. Da ist ein Außenposten, der noch nicht befreit ist. Das machen wir dann mal in der nächsten Folge, Leute, gell? Bis dann. Ciao, ciao.